ein Boot, auf dem man leben kann. Man kann aber auch prima damit fahren, weil es hat die Fahreigenschaften eines Katamarans. Und es ist natürlich auch so entsprechend geräumig wie ein Hausboot. Ja, die beiden, mit denen haben wir schon ein bisschen gedreht. Sie werden jetzt mal auch dieses Boot erkunden. Hallo Jan, hallo Leonie. Und auch hier wieder ein etwas anderes Modell. Es ist nicht ganz so kurz wie das kürzeste und nicht ganz so lang wie das längste. Es ist in der Mitte. Mitte. 7,60 Meter. 7,60 Meter, ja. Ihr mögt auch mal reingehen, dass wir das Ganze mal testen. Wir gucken mal ganz kurz von außen uns ein bisschen um, haben einen Fachmann für das Thema Boote dabei. Du hast das mit erfunden, das Boot. Ja, ich habe das mit erfunden. Ich bin Harun Yenice, Erfinder und auch noch Geschäftsführerinhaber. Ja, bitte, John. Ich wollte nicht unterbrechen, aber jetzt, wo ich den gerade in Grau sehe, in was für Farben wäre es denn möglich, die zu bekommen? Also Grau und Weiß ist unsere Grundfarbe. Okay. Andere Farben wären auf Wunsch auch möglich. Ja, bei Grau sieht schon sehr schick aus. Also. John, es gibt hier eine absolute Besonderheit. Das ist keine normale Farbe außen drauf. Das ist nämlich Gelcoat. Wenn du mir mal kurz erklärst, was Gelcoat ist. Gelcoat ist eine Farbe mit Spachtel, man auch noch spüren und auch am Ende schleifen können. Wenn es ein Unfall passiert ist, man spürt gerne so wie eine Spachtel, poliert man, da hat man also gleiche Farbe, eine gleiche Optik und eine Ebene. Das ist durchgefärbt, das heißt, man kann es unglaublich gut ausbessern, richtig? Genau, kann man durchaus viel verbessern, ja. So, Till, ja, wir sind hier zusammen auf der Boot 2024 in Düsseldorf, in Halle 13. Und das sind Boote, auf denen man leben kann, auch im Winter, das geht. Das ist eine Dieselheizung mit drin. Ich stehe in der Marina drin. Ich könnte das hier auch nehmen und könnte es hier festmachen in diesem Ort hier, in Düsseldorf. Das würde gehen. Das würde gehen. Der hatte C-Klasse und A1. Sieht das aus wie ein Hausboot per se mal? Was denkst du, das ist so ein Mittelding? Ja, es wäre auf jeden Fall möglich, einen Platz zu bekommen in so einer Marina, auch hier in Düsseldorf. Früher ging das nicht, wenn man mit einem Hausboot ankam, da wollten die nichts von wissen. Und ich wollte das mal machen vor 10 Jahren. Da habe ich den Traum gehabt, auf dem Wasser zu leben, wie das ja viele Menschen haben. Und aber wenn das Bootsklasse ist, dann Sportboot, Katamaranklasse hat er. Dann kann man jetzt dort liegen, ne? Richtig. Es sieht nicht so schlimm aus wie ein Hausboot. Das ist ja oft der Fall, dass die wollen da keine Hausboote haben. Man darf ja auch fest auf so einem Boot leben. Das ist ja gar kein Thema. Aber viele Marinas, die wollen das schick haben, oder? Das ist richtig. Und dafür, ich glaube, haben wir schon eine gute Lösung. Ist schick geworden, wirklich sehr. Dankeschön. Sehr gerne. So, und da sind wir. Das ist Karakat. Wir haben die schon gesehen. Die waren nämlich auf dem CSD. Ja, stimmt. Auch jetzt hier unten jetzt in Düsseldorf. Habt ihr jetzt aus der Türkei hergefahren? Oder? Wir haben aus der Türkei hergefahren, aus Trailer, unsere Trailer. Wie lange fährt man denn von der Türkei her? Ja, 2 Tage schon. Am Stück? Ja, am Stück, ja, fast. Wahnsinn. Und hier vorne, das ist der Motor? Das ist unsere Demo-Version. Wir haben einen anderen Motor, französisches Blue Nav heißen die. Das ist auffahrbar und den können wir Mitte oder aufs Pontons, Ausborder oder Inhalmotoren auch einbauen können. Elektrisch ist er? Elektrisch ist er. Der Motor ist elektrisch, das ist neu. Und du hast mir erzählt, Till, immer mehr entsprechende Hersteller haben jetzt Elektromotoren. Ja, auch hier auf der Boot gibt es immer mehr Elektroboote. Das wird immer interessanter, nicht nur im Angelbereich, auch bei den kleinen Sportbooten. Und man kann dort immer mehr an Reichweite jetzt gewinnen und ist natürlich sehr leise dann unterwegs. Ja, sehr, sehr interessant ist natürlich, dass man die Batterien mit Solar aufladen kann. Man kann aber auch natürlich ein Aggregat einbauen und kann mit dem Strom, den man gewinnt, wiederum den Elektromotor speisen. Das machen zum Beispiel E-Loks machen das, Diesel-Loks. Das heißt Diesel-elektrisch und das haben wir auch so gemacht auf der Saar. Da war noch ein Aggregat mit dabei. Wenn du länger fährst, läuft das Stromaggregat, speist die Batterie zwischen. Ansonsten kann man voll elektrisch fahren. Das heißt, man kann auf der Marina aufladen, die Batterien, und ist anschließend wieder autark. Richtig, also kann man auch noch auf der Marina laden, Landtag elektrisch auch noch laden können, auch unterwegs auch noch Solar auch laden können. Ja, ziemlich cool ist, es hat nur eine Breite von 2,50 Meter, deswegen ist es kein Schwertransport auf der Straße. Und auch die Höhe ist unter 4 Meter, inklusive dem Tieflader hier. Das hier ist jetzt über 3,5 Tonnen, aber das auf der rechten Seite, guck mal, das ist unter 3,5 Tonnen mit Trailer. Wow.
Das ist unter 3,5 Tonnen. Und das Coole ist, guck mal hier, da ist eine Mechanik mit drin, dass das Ganze eingefahren werden kann. Ja, ich habe es gesehen. Man kann es einfahren, ne? Also zusammenfahren. Sind denn schon Lithium-Batterien drin? Lithium-Batterien sind drin, in Inboard drin. Ah, okay. Und wie viele Ampere-Stunden hat man dann so oder Kilowattstunden? Also wir haben ein 48 Watt System und jeweils 300 Ampere Batterien. Insgesamt 600 Ampere Stunden. Also 300 Ampere Stunden mal 2 mal 48 Volt. Das ist also nicht 12 Volt, das ist Wahnsinn. Das heißt, die ganze Bordelektronik ist auch 48 Volt, oder? Richtig, richtig. Ja. Das ist der neue Standard mittlerweile. Also das ist ziemlich cool. Gibt es hier ein Backup? Das heißt, sollte da dem mal irgendwas passieren, dem Motor? Ist der auch gekühlt? Wie funktioniert das hier? Das ist elektrisch, sollte nichts passieren. Okay, so. Wir gehen mal rein, kommen mal mit, schauen uns das Ganze mal an. Da steht's mit einer kleinen, na, Flybridge würde ich jetzt nicht sagen, ein Sundeck ist oben drauf, da kannst du dich dann ahlen. Und du kannst hier natürlich außen laufen, Till. Da an der Seite sind die Tanks dran, guck mal. Ja, Wasser. Das ist wahrscheinlich Frischwasser, Abwasser. Diesel, ja. So, es wird nämlich hier geheizt mit Diesel. Hier können wir mal aufmachen. Ne, ist abgeschlossen. Ja. Ist aber nicht schlimm. Wir gehen mal rein und schauen uns das Ganze mal an. Das Ganze liegt natürlich ein gutes Stück tiefer. Auf der Boot siehst du natürlich viele Boote von außen, die nicht im Wasser liegen. Das sieht natürlich viel, viel stärker aus, als wenn sie im Wasser liegen. Da ist das gar nicht so schlimm, oder? Ja, richtig. Ja. Komm, wir schauen mal rein. Auch die Tür ist aus GFK. Und die Mädels haben schon wieder Platz genommen. Da merkst du natürlich der Meter mehr, Jan. Face-to-Face-Sitzgruppe hier drin. Das ist schon sehr gemütlich. Ja, das ist was für Papi. Das ist was für Papi. So, ich komme mal gerade neben dich, wenn du mal ein kleines bisschen rückst, Leonie. Ja. Dann sitzen wir jetzt zu viert hier gerade auf der Sitzgruppe drauf. Also das ist aber nicht nur die Sitzgruppe, das ist im Prinzip dann auch der Schlafplatz. Genau, das sind die zwei Einzelschlafbetten. Die Schlafbetten? Ja. Okay, hier unten ist noch Stauraum, Till, sag mal. Sieht man das Bett raus oder das Stauraum? Ja, das Sven kennt sich aus. Ja, ich habe gedacht, man zieht dran, da wird wahrscheinlich irgendwas zum Stauen sein. Das Bett kannst du einfach rausziehen, das geht? Ja, genau, einfach. Ja, zeig mal. Ja, nee. Wenn wir die schon mal hier haben, das zieht man einfach raus. Das wäre Bett Nummer 1, das gleiche auf der anderen Seite. Oder man kann hier auch rumlümmeln, guck mal. Das heißt, man könnte es einfach ausziehen. Aber in dem Fall, ich habe nämlich eben schon gefragt, hat man dann im Prinzip zwei große Liegeflächen, aber man hat immer noch so einen kleinen Gang, wo man sich dann halt noch fortbewegen kann. Leonie, wenn du mir das auch mal zeigst, also man zieht den zweiten Bereich raus, müssen den Till mal gerade verjagen auf die andere Seite. Du ziehst da dran und du kannst jederzeit durchgehen, kannst ablegen. Ja. 80 cm Bettbreite, 80 mal 2 Meter. Also wer sich auskennt, wenn man sowas in Deutschland bauen würde, ich weiß das zufälligerweise, weil das Hausboot, auf dem wir gefahren sind, hatte ungefähr die Größe, Preis war bei 680.000 Euro. Also das ist ein gutes Stückchen teurer. Es geht hier los bei dem hier ungefähr? Bei dem 138.000 Euro Basispreis. 138.000 Euro auf Basis GFK und Carbon hat er uns auch noch verbaut, also aus Gewichtsgründen. Der Motor kommt noch dazu und so ein paar Sachen. Natürlich, weil Motor können wir heute nicht. Das sind inklusive C-Klasse, was alles erlaubt, das ist inklusive dabei sein. Aber Motor und Trailer ist nicht dabei. So, bitte dann. Nee, ich probiere noch gerade. Hier hat man noch die Möglichkeit, die Kopfstütze so ein bisschen zu verstellen im richtigen Winkel. Also ich könnte mir das schon so als Zweitwohnung bei uns im Saarland vorstellen, in Saarbrücken, in der Marina zu liegen. Oder du wärst jetzt zum Beispiel Studentin, weiß ich nicht. Du studierst noch nebenbei, oder? Ja, genau, ich studiere auch noch. Nebenbei, oder? Nebenbei. Also das wäre schon Verschwendung, oder? Das wäre schon cool. Sie wird im Prinzip, nachdem sie in der Innenstadt, wobei man ja nicht mehr in die Altstadt geht hier in Düsseldorf, habe ich gehört. Ja, das ist nicht mehr so in. Till, warum nicht eigentlich? Warum geht man nicht in die Altstadt? Ja, es kommt auf die Klientel an. Also ich gehe mehr so auf die Ratinger Straße. Ach, wir sind dann die Klientel, die dann noch in die Altstadt geht. Du,
Du bist halt zu alt, das ist ein Problem in der Altstadt. Ich bin schon mit 18 nicht in die Altstadt gegangen, sondern auf die Ratinger Straße. Okay, du warst in der Altstadt zuletzt? Genau, ich war in der Altstadt zuletzt, genau. Und war gut? Ja, war lustig. Eine Flasche an Kopf? Bisschen zu lustig, aber... Keine Flasche so. An Kopf. Themenwechsel, die Leute, die beschweren sich immer, dass wir abweichen, aber man kann ja auch hier ganz normal jetzt liegen in Düsseldorf. Das ist ja halt das Coole mit so einem Boot. Das muss ja nicht in Ibiza sein. Nein, da kann man am Funkturm hier im Hafen liegen oder... Wir haben drei Häfen. Ja, die Jan schreibt den nächsten Buch, das können wir mal zeigen. Und dieses Buch wird hier geschrieben. Die 100 Leben meines Vaters. Sehr schön. Genau, hier hat man nochmal so eine Möglichkeit, dann Dinge zu verstauen, sich selbst zu begutachten. Sachen, genau. Uhren. Genau, im Prinzip. Ja, man muss sagen, der Innenraum... Der Innenraum ist eigentlich so groß wie eine VIP-Cabin von den größeren Booten, wie eine, wo dann 10 oder 12 drauf sind. Ich nehme an, du hattest schon mal die Zeit, in den ganz großen Booten einmal drauf zu gehen, oder? Nein, leider nicht. Das musst du machen, Halle 6. Also unbedingt mal, ja, musst du reingehen. Dann ganz lieb fragen, aber ich glaube, so wie du aussiehst, kommst du direkt auf den Stand, ja. Ich hoffe doch, ja. Ohne Termin. So, zeig mal bitte. Hier vorne ist ein Waschraum kombiniert mit Dusche. So. Genau, alles in einem diesmal. So, alles in einem, ganz praktisch. Gut wäre natürlich, wenn jetzt hier der Kleiderschrank auch schon mit drin wäre. Oder? Das heißt, da kannst du direkt die Sachen, der ist gegenüberliegend. So, das heißt, du würdest dir jetzt das Boot kaufen, Leonie, und dann anschließend den Mann dazu aussuchen, der dann mitkäme. Genau. Und so ist der Plan. Wenn er nett genug ist, darf er mitkommen. Ja. So, und da zeige ich, da vorne ist die Klesana, auch hier eine Einschweißtoilette mit drin, eine Tütentoilette, guckt übrigens rein, Klesana heißt der Laden, haben ein eigenes Video auf YouTube drüber gemacht, das Video ging eine Dreiviertelstunde, da wird man sich jetzt fragen, was kann man eine Dreiviertelstunde reden über ein Klo, das geht. Hat viele Möglichkeiten. Ja, man kann unglaublich viel mitmachen. Auch Handys einschweißen. Ja, oder irgendwelche anderen Sachen. Also haben wir gezeigt. Ist uns eine Einschweißtoilette, die nicht riecht, eigentlich eine ganz tolle Nummer, oder? Das ist richtig. Dafür haben sie 9 Jahre gebraucht zum Entwickeln. Ja, kommt übrigens aus der Schweiz. Also kommt eine Schweiz, die auch noch im Krankenhaus, Gesundheitswesen auch noch unterwegs sind. Leonie, du bist ein guter Koch. Ja, ich würde schon behaupten, ja. Was ist gerne bei dir auf dem Speiseplan? Lasagne. Mit? Mit was? Mit Soße, was für eine Soße? Bechamel, oder? Ja, natürlich Bechamel, ganz klassisch. So, da vorne ist die Küche, da sind wir nämlich schon beim Thema. Und ich wollte die Überleitung nämlich noch gerade schaffen. Irgendwie bringt ihr mich durcheinander hier mit 5 Leuten. Man kann alles damit machen. Da vorne ist ein Dieselkochfeld, das heißt, du kannst mit Diesel heizen. So, spülen. Brauchst du auch hier nicht selber. Einen Kühlschrank dabei. Ein Tedford-Kühlschrank, einigermaßen groß. Ist ja alles hier zum Leben gedacht, ja. Genau. So, und wieder meine Sitzgruppe. Ich zeige euch beide mal. Geht ruhig mal rein. Da könnte man auch ein Bett draus machen, gell? Ja, genau. Tisch runter. Nehmen wir noch was aufklappen und dann die Polster arrangieren. Da vorne wird es aufgeklappt? Genau. Oder? Ziehst du raus, eine Bettverbreiterung, dann kommt das drauf. Dann hast du hier vorne hast du noch ein Spülbecken, aber viel, viel bedeutsamer ist natürlich die Spülmaschine. Genau, das Herzstück einer jeden Wohnung ist die Spülmaschine. Sehr schön. Da vorne ist der Kleiderschrank ziemlich groß und ja, das Highlight ist eigentlich auf dem Dach. Jetzt ist natürlich Sommer, das kann man sich im Moment gar nicht vorstellen. Es ist ja früh dunkel, man geht hoch, kann sich da sonnen, kann alles machen. Ein Traum auf Rädern, ja. Und ich finde es cool hier auf dem Boot. Definitiv. So, was sagen die Leute? Sind die hier geflasht von dem Boot? Ja, die sind immer sehr geflasht, wie schön das innen auch aussieht und wie viel Platz man hat auf jeden Fall. Wenn es denn zum Preis kommt, das ist ja schon recht günstig. Trotzdem sind natürlich 138.000 Euro schon, oder? Ich finde, dafür, was man bekommt, ist es auf jeden Fall angemessen. Ist es so, dass die Leute den Preis meistens korrekt einschätzen oder sind die oft daneben, dass sie denken, es ist viel teurer? Die denken schon öfters, dass es viel teurer ist, definitiv, ja. Was sind da für Zahlen, die schon mal fallen? Oft auch das Doppelte. Millionen? Ja, und auch höher. Oftmals, ja. So, ich gehe mal raus und zeige ich euch mal hier nochmal einen Schuss in den schönen Lebensraum, der hier am Heck ist.
Und wir gehen jetzt mal auf Sonnendeck. Da hast du mich schon gefragt, weil du willst dich ja mal sonnen. Ja, aber wenn es jetzt Minusgrade sind, also wenn es richtig kalt wird. Wir sind ja in Halle 13, hier kann nichts passieren. Wenn also jetzt minus 10 Grad sind draußen, ja. Klappt das mit dem Boot hier? Natürlich, wir haben also Warmwasserboiler auch. Wir haben auch noch Kombi, Webasto-Kombi-Heizung mit Diesel, dass man schön warm. Da darf ich die Stromsachen mal sehen, wo die Stromverteilung ist? Stromverteilung sollte hier sein bei dem. So, können wir reinschauen. Und das ist ein bisschen anders wie im Campingbereich. Das ist wirklich ziemlich geil. Also wenn du hier reinguckst, ich habe das jetzt bei einem anderen Boot gesehen. Oh, das sind mehr Kabel als in meinem Camper. Ja, und es ist auch alles ein kleines bisschen anders verarbeitet. Also wenn du reinschaust, da ist alles durch konfiguriert. Man muss ja sagen, dass die Türken sind ja große Bootsbauer. Also die kennen sich damit wirklich bestens aus. Und das hier ist so vom Standard gebaut wie ein großes Boot, oder? Ja, richtig. Der Marinestandard. Und hier hinten, da kannst du alles sehen. Das ist ordentlich, oder? Ja, das ist nur die Unterverteilung. Das ist die Unterverteilung. Und da geht es ab in die, wahrscheinlich zu den Wechselrichtern oder Batterien, da links das rote Kabel, unten das dicke. Die anderen sind auch unten im Sitze. Ah. 48 Volt hat natürlich ganz andere Kabel durch. Ganz dünne. Das heißt, da brauchst du nicht mehr die Riesenkabel. Ja, ja. Wir müssen jetzt im 12 Volt Bereich so Kabel hier haben. Das ist schon gut. So, wir gehen mal hoch. Jetzt hätte ich fast gedacht, kommt Kinder, aber ich habe ja nur ein Kind dabei. Die andere, die gehört ja nicht zu mir. Und ich zeig mal Till. Till ist heute da Daniel Danger und geht jetzt mal da hoch. Bitte schön, Leonie. Und schick, oder? Sehr schick. Also es wäre auf jeden Fall was, was man sich mal überlegen kann, wenn die Bitcoins stimmen. Ne? Wenn die Bitcoins stimmen. Ja, genau. Da bitte mal hochgehen. Es kommt ja jetzt das nächste Halving, also jetzt kann nichts mehr schief gehen. Wer weiß. So, ich gehe mal hoch. Auch mit einer Hand kommt man hier ganz gut hoch. Mit einer Hand kommt man gerade so durch. Ist natürlich, muss ich sagen, so kenne ich in Till, es sind halt zwei Stühle da. Und Jan, möchtest du sitzen? Nein, nein, ist okay. Nee, ist okay, Till. Ich stehe gerne. Ja, ich bin ja schon die Treppe hoch. Oder Treppe ist ja der falsche Begriff. So, man hat aber eine ganz schöne Aussicht hier. Wir stehen halt jetzt mal beide, wo die sich jetzt schon mal hingesetzt haben. Ja, das ist okay. Schließ die Augen und stell dir Wellen vor. Wellen? Ja. Boah, schon hoch hier, oder? Ja. So, da vorne ist das Schwesterboot. Und dann hat man auch eine richtig schöne Weitsicht. Das ist halt echt ziemlich cool. Also was hat cool? Wenn man jetzt eins kaufen möchte. Ja. Und man sagt jetzt, das ist ja aufwendig, das zurück in die Türkei zu fahren. Ne? Und man will das jetzt hier behalten. Es kommt jetzt jemand wie ich und sagt, das möchte ich jetzt hier in den Hafen legen. Ne? Habt ihr die Papiere? Ja, dann liefern wir das Habt auch. Habt ihr da auch so richtige Papiere, Fahrzeugpapiere und sowas? Ja, ich würde sagen, ja. Kenne ich mich nicht aus. Sie ist doch hier noch Hostess, sie macht die Betten auf und zu. Und das ist das stimmt aber gar nicht. Du hast dich unglaublich vorbereitet hier auf die Messe, oder? Es ist die vierte Messe jetzt. Die vierte Messe. Ja. Und sie weiß nicht, ob es Papiere gibt. Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wieso Bootspapiere aus. Ich kann es dir erklären. Die werden eingetragen in ein Schifffahrtsregister. Ja, und das ist ähnlich wie ein Grundbuch. Und das weiß ich, weil ich das bei anderen Booten schon mal gefragt habe. Ob das hier so ist, weiß ich nicht. Es wird wahrscheinlich so sein. Aber dann braucht das auch einen Namen, ne? Nee, es kriegt ein Kennzeichen und das Kennzeichen wird zugeteilt, üblicherweise, ob das jetzt hier in Deutschland liegt oder irgendwo anders, und kriegt dann so ein Kennzeichen, zum Beispiel SB minus irgendwas anderes. Und da gibt es nämlich ein offizielles Kennzeichen oder ein nicht offizielles Kennzeichen. Da gibt es verschiedene Systeme, wo du es zulassen kannst, unter anderem beim ADAC. Hast du es gewusst? Ja, das ist doch auch mit, wenn du in die Wüste mit den Autos fährst, da kannst du dann auch so ein, ja. So. Aber da habe ich nur ganz rudimentäres Wissen. Da werden jetzt viele reinschreiben, mein Gott, da hat er gar keine Ahnung, stimmt. Und hier vorne, da ist doch noch Stauraum, oder, Leonie? Genau. Zeig mal bitte. Da könnt ihr aber wahrscheinlich auch so eine Solaranlage noch haben, wenn ich das wollte, oder? Genau. So, die Leonie öffnet jetzt mal den Zeltstoff. Das ist alles dabei eigentlich hier? Ist dabei. So.
Jetzt helft doch mal der Leonie hier, Jan. Das doch so gut. Öffnet schön die Loks. Sie muss wahrscheinlich mit etwas mehr Effet an den Druckknöpfen. Die Druckknöpfe kennst du von deinen Hundehalsbändern. Ja, die sind nämlich ganz neu. Leonie, wir haben Zeit. Ist kein Problem. Lass dir Zeit. So, dann gehen wir gleich mal weiter. Da ist eine Gasdruckfeder übrigens drunter und dann wird das Ganze einmal hochgehoben. Und siehe da, tada, guck mal hier. Das ist schon 100 Pro die Solarvorbereitung. Ja. 100 Pro. So, das ist eher, das Lautsprecherkabel für die Dachparty. Ich gehe davon aus, das wird wohl für die Solaranlage sein, die man oben drauf platzieren kann. Ja, wir sind am Stand von Karakat. Tolles Boot. Leonie, hat das einen Namen, das Boot? Das hier speziell? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Länge nochmal? 7,60 Meter sind wir gerade. Höhe? So, ich kenn auch die Breite, sind nämlich 2,50 Meter, das weiß ich zufälligerweise schon, aber es spielt auch gar keine Rolle. Also der Laden heißt Karakat. So, man sieht es hier oben, wir sind auf der Boot zusammen mit Till. Stell dich mal kurz vor, was ist deine Aufgabe normalerweise? Ja, ich bin Till, ich habe ein Pressebüro und eine PR-Agentur und mache Pressearbeit. Tschüss. Tschüss.